Hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Sims-Folge. Und heute kommt die große Umstyling-Folge. Ich werde jetzt die Outfits unserer Sim-Familie hier wintertauglich machen. Denn, beziehungsweise erstmal herbsttauglich. Ah, denn der Herbst hat Einzug gehalten. Wir haben jetzt Anfang Oktober fast. Und deswegen würde ich sagen, wird es jetzt echt mal Zeit, hier ein bisschen was zu verändern. Denn unsere Sims laufen hier alle wirklich noch ziemlich sommerlich rum. So, Aussehen ändern und dann verpassen wir mal allen komplett Sommeroutfits. Wenn sie noch kurze Outfits haben mit kurzen Hosen und sowas, dann wird da auf jeden Fall eine Leggings drunter kommen, dass sie wenigstens etwas wärmer angezogen sind. So, schauen wir mal. Die Schuhe sind mir definitiv zu sommerlich. Da packen wir mal was anderes. Da packen wir die Schuhe hier zum Beispiel mal zu. Hoppala, jetzt habe ich hier das weggeklickt. Das wird wahrscheinlich tatsächlich sogar eine etwas längere Folge werden, denn ich bin, wenn ich mich um sowas hier kümmere, brauche ich irgendwie immer ultra lang. Ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie so... Oh nee, das passt geil. Das macht ihn auch dick, ne? Das ist auch nicht... Oh. Aber da drin wirkt er tatsächlich dick. Das gibt es doch nicht. Aber ist er doch eigentlich nicht dick? Okay, er ist ein ganz schönes Muskelpaket. Aber dick ist er nur eigentlich ja wirklich nicht. Aber es wirkt alles irgendwie dick an ihm. Und so ein bisschen Bäuchlein hat er ja schon. Guck mal hier auch, wie er hier dran wirkt. Das gibt es doch nicht. Alter Schwede. Guck mal, was das für ein Schrank ist. Das gibt es ja nicht. Wow. Ja, ich würde sagen, wir verpassen ihm hierzu einfach mal. Oder wie sieht denn das aus? Ja, nicht die Farbe zu der Hose, aber... Nehmen wir mal das hier. Was ist das zweite Outfit, was er hier hat? Ach, das ist das zweite. Das hier ist das erste. Okay, was nehmen wir denn da mal? Okay, wir brauchen auch hier natürlich etwas winterlichere Schuhe. Das wären richtig Stiefel. Was haben wir denn da für eine Hose drüber? Das ist die Hose, die er bei dem anderen Outfit schon anhat. Die wollte ich mir jetzt eigentlich nicht nochmal verpassen. Die hier geht, die ist so eng, die geht da rein. Das ist auch doof. Beziehungsweise nicht doof, aber sieht einfach in dem Fall nichts aus. Das hier wäre zum Beispiel eine Idee, aber ich frage mich, die Baggy Pants, die sehen eigentlich an ihm nicht wirklich was aus, muss ich sagen. Ich würde aktuell, tendiere ich zu der hier. Ruhig in der dunklen Farbe. Kann ruhig mal so ein bisschen so eine matschigere Farbe, sowas Graues hier oder so ein Olivton wäre vielleicht auch ganz cool. Was können wir ihm denn mal drüber verpacken? Verpassen. Ja, warum nicht das hier? Das sind zwar etwas hochgeschobene Ärmel, aber es sieht trotzdem herbstlicher aus. Apropos herbstlicher. Ja, das kann ich eigentlich alles lassen. Apropos herbstlicher, was haltet ihr eigentlich davon? Es gibt doch diesen Herbstmod, dass alles herbstlich aussieht. Ich habe ja eigentlich mal gesagt, ich nutze keine Mods. Jetzt ist der allerdings schon verdammt erprobt. Ich überlege jetzt, ob ich mir den mal draufziehe und dann eben rauspacke, wenn es in Richtung Winter geht. Dann macht das, dass der Boden anders aussieht, dass die Blätter gefärbt sind. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu sagt. Wollt ihr sowas gerne sehen? Oder seid ihr eher so, dass ihr sagt, nee, lass mal. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Ja, ich glaube, es ist bei den Frauen recht schwierig, jetzt eine anständige lange Hose zu finden, die nicht total dämlich aussieht, weil da gibt es hier leider nicht so viel Auswahl. Die Hose hier finde ich zum Beispiel ganz cool. Ich hätte auch schon eine Idee, was man da drüber ziehen könnte. Sowas hier. Aber es ist natürlich jetzt wieder etwas weniger herbstlich. Sowas hier wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Das würde auch ganz gut an für sich zur Frisur passen. Oder andersrum mit dem... Ja, das ist hübsch. So sieht sie ja natürlich wirklich eher aus wie eine Mama, aber das kann sie ja auch. Sie muss sich ja nicht immer so heiß anziehen. Was haben wir denn hier? Wir haben verschiedene Pulloverfarben.
Das ist ganz süß, oder? So zu dem... Aber warte mal, es gibt doch noch irgendwo... Wo war das denn? Das hier ist so eher der Schlabbe-Pulli-Look. Das ist auch schön. Da könnte man sogar den Rock zu anziehen. Das hier finde ich auch sehr süß. Vielleicht aber eher zu einer anderen Frisur. Ich würde hierbei tatsächlich diesen Schlabberpulli nehmen. Den Rock vielleicht in einer anderen Farbe. Was haben wir denn da noch? Haben wir da auch... Nee, das sieht gar nichts aus. Das ist jetzt so ein dunkelblau. Vielleicht doch lieber weiß. Und dann gucken wir aber mal hier nach einer Strumpfhose. Das macht sie aber auch schon wieder ein bisschen dicker, ne? Also ich glaube, wir müssen mal wirklich mal so ein bisschen auf die Figur, aufs Figürchen schauen. Also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass die Schuhe so nicht mehr passen in der Farbe. Ich würde da einen anderen Rock zu nehmen. Das sieht einfach doof aus. Ich kann mir nicht helfen. Es passt nicht. Dann schon eher sowas hier. Aber das ist irgendwie... Nee, nicht so ganz. Also es ist noch nicht das... Gott, habe ich mich erschrocken. Oh, was haben denn jetzt die Hundis? Das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich gesucht hatte. Das ist ja natürlich sehr Ton in Ton, aber es ist herbstlich. Aber da passt vielleicht auch der Rock nicht so gut zu, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Nee, das ist... Sieht zwar irgendwie auch nicht schlecht aus, obwohl es ein bisschen älter ist vom Stil, aber ich finde es trotzdem cool. Was haben wir denn hier noch so alles? Das ist nicht so für jeden Tag, finde ich. Das ist zu... Das ist auch zu schick. Wisst ihr was? Ich nehme das hier jetzt einfach mal. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr davon dann haltet. So, weiter geht's mit diesem Outfit hier. Das hier wäre jetzt ein bisschen der frechere Stil. Warte mal, was haben wir noch für Frisuren? Die haben wir noch und die haben wir noch. Nee, zu der hier würde ich was anderes wählen. Das hier ist doch auch ganz süß irgendwie. Oder die ist das hier? An der Farbe, das hat auch Stil. Nee, aber ich glaube, hierzu wäre das hier doch auch ganz schön. Oh, in diesem Rosa. Oh, das ist schön, oder? Das ist doch schick, das gefällt mir. Das ist echt toll. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwas, was dazu passt. Oh Gott. Da ziehe ich lieber untenrum gar nichts an als diesen Rock dazu. Vielleicht so was ganz Schlichtes. Was haben wir denn dann so an Schuhen? So war es natürlich eher nicht. Das hier wäre jetzt... Das ist natürlich auch sehr herbstlich. Wäre vielleicht auch keine so schlechte Idee. Aber naja, obwohl es ist eigentlich schon fast Winter. Würde ich vielleicht doch erstmal weglassen. Das hier wäre eine Idee zum Beispiel. Obwohl ich da auch noch andere Ideen für hätte. Die gucken hinten ja durch, das ist dann auch wieder doof. Das finde ich schade bei manchen der Schuhe, die man sich so runterlädt, dass sie dann hinten so doof durchgucken. Das ist schade. Hier, das Paar Stiefel, das würde doch auch gehen. Natürlich nicht in der Farbe, vielleicht in so einem Braun eher. Aber so ein Tiefbraun dann. Oder vielleicht so.
Ich glaube, fast das hier ist am passendsten. Wir machen das jetzt so. Okay, nächstes Outfit. Da haben wir jetzt das hier. Da kann... Was kann denn da mal zu? Was passt denn dabei? Gott, ich sehe schon, es wird eine ultra lange Folge, bis wir hier mal durch sind. Das hier ist der Pullover, den Alexis damals getragen hat. Boah, in dem Lila, der leuchtet. Oh, das ist ja süß. Ist auch schön, ne? Aber ich tendiere momentan tatsächlich hier zu dem Lila. Das ist so eine krasse Farbe. Warte mal, es gab doch mit dem Addon. Obala. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Wo ist sie? Hose. Hosi, Hosi, die hier. Nee, ist das. Ist. Obwohl, das ist auch schon wieder gar nicht mal so schlecht. Das kann ja dann für die wärmeren Herbsttage sein. Oh Gott. Das sind ganz flache Stiefel. Ja, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt dazu anziehen. Das ist jetzt natürlich auch ganz hohe Stiefel. Sag mal, das sieht einfach doof aus dazu. Das ist einfach nichts. Hierzu würden natürlich auch Stiefel gut aussehen. Ach, das ist echt nicht so leicht, wie es vielleicht aussieht. Das heißt nicht so leicht, es ist sogar einigermaßen schwer hier. Das passt auch nicht. Das sind die Stiefel, die ich eher für den Winter sehe. Ja, was nehmen wir denn mal dazu? Oder nehmen wir doch die hier. Die haben, finde ich, bislang trotz allem noch von den ganzen Schuhen, die wir hier durch haben, am besten gepasst. Nehmen wir erstmal das hier. Okay, und ein letztes Outfit haben wir noch. Zu dieser Frisur finde ich oberteiltechnisch was Freches ganz cool. Und das wäre in dem Fall sowas hier. Aber es passt nicht zu ihr, finde ich. Wie wäre es denn, wenn wir hier sowas nehmen? Das ist doch auch cool, oder? Rock noch in einer anderen Farbe. So zum Beispiel. Und wie sieht da jetzt eine Strumpfhose zu aus? Was haben wir denn hier an Leggings-Farben? Das hier wäre eine Möglichkeit. Sieht so ein bisschen aus wie Strick. Haben wir auch noch eine richtige, eine Strick? Das ist doch cool. Warte mal, in was für Farben gibt es die Schuhe? Das hier sieht doch sogar ganz gut aus. Das passt doch irgendwie zu... Das passt jetzt zu der Hose. Zu der Strumpfhose. Dann schon eher so. Ich bin hier momentan noch ein bisschen unentschlossen. Das hier wäre auch eine... Na, es passt überhaupt nicht dazu. Das finde ich jetzt auch unpassend. Das hier passt auch nicht zu dem Rock, finde ich. Und das passt nicht zu ihr, sagen wir mal so. Ich glaube, das hier passt besser. Oder?
Das hier finde ich schon. Ich lasse es mal so und ihr schreibt mir einfach, welche Schuhe ihr am besten findet. Meine Güte, ich glaube, ich bin jetzt schon bei der normalen Folgenlänge. Aber gut, wenn die beiden Mädels durch sind, dann ist der Schwerste schon mal durch. Okay, hier würde ich jetzt vielleicht irgendwas so eine Jacke, Richtung Jacke nehmen. Das ist, nee. Warte mal, was für Farben gibt es denn? Oh, das ist süß. Das ist total knuffig. Das sehen wir auf jeden Fall in dem Rosa. Zu was für einer Hose denn? Zu der hier? Gott, ist die dünn. Jetzt hält es mir auch hier nochmal auf. Ich finde, hier sieht man es nochmal so richtig krass. Nee, die hier finde ich sogar noch besser dazu. Schuhe. Wie sehen denn die bei ihr dazu aus? Was für Farben gibt sie denn? Das ist eigentlich sogar ganz süß, oder? Aha. Finde ich knuffig. Lassen wir so. Okay, nächstes. Das können wir sogar schon so lassen. Das ist herbstlich. Das hier ist definitiv nicht herbstlich. Gibt es auch irgendein Kleid, was man dann mehr fürs Herbstlichere anziehen kann? Was so ein bisschen... Das hier zum Beispiel. Aber damit wirkt sie zu erwachsen, finde ich. Frag mich übrigens bitte gerade nicht, wo ich den her habe. Den habe ich durch Zufall gefunden. Habe ich durch Zufall im Internet gefunden. Auf einer Sims 4 Fanseite. Ich weiß gerade echt absolut nicht, woher. Also woher der ist an sich. Ich fände, glaube ich, das hier ganz süß. Das hier das ist die winterlichere Variante. Ich würde das hier nehmen. So, die Farbe, die Frage in welcher Farbe? Was wird denn da? Wir haben jetzt eigentlich schon rosa. Rot ist auch schick. Rot haben wir aber eigentlich auch schon. Grau. Grau. Wobei grau vielleicht schwierig wird. Komm, wir gucken mal, was es hierzu für eine Strumpfhose gibt. Sowas zum Beispiel. Schuhe. Was nehmen wir denn dafür für Schuhe? Wenn ich jetzt die hier natürlich in schwarz nehme, dann wirkt es eigentlich schon fast zu schick. Aber das hat Stil, oder? Ich finde das schön. Und die Kette nimmt es das nimmt's wieder so ein bisschen, das Strenge. So. Ich würde sagen, nächster Look. Kommen wir eigentlich gerade ganz gut durch hier. Kombination, ach, das waren ja die Kleider, stimmt. Okay, nee, das ist absolut nichts im Winter. Das war auch ein Kleid, aber es ist hübsch an ihr, es gefällt mir. Okay, was könnten wir ihr denn noch Langärmliches verpassen? Das hier hat ihre Mama ja, glaube ich, schon bei einem Outfit, oder? Was für Farben gibt es das hier eigentlich noch? Dann wäre das hier, glaube ich, wäre mir dann persönlich noch die liebste Variante. Das hier ist ganz winterlich, das finde ich jetzt auch noch nicht passend. Es ist so sporty, das ist auch wieder... Eigentlich eher kurz. Das hat ihre Mama schon. Das ist natürlich auch sehr elegant. Sehr schön. Das finde ich eine coole Farbzusammenstellung. Braucht man noch eine passende Hose dazu? Oder gerne auch einen Rock vielleicht? Haben wir dann so einen grünlichen... Ja. Warte mal. Da muss jetzt bei dem Wetter, muss da definitiv immer was zu. Das hier. Jetzt braucht man nur noch passende Schuhe. Da finde ich die jetzt tatsächlich irgendwie süß zu. Lass ich mal so. Es ist mal was anderes. Yeah. Wollen wir vielleicht mal eine Mütze verpassen bei einer Frisur? Sowas hier?
Wo wird denn das zu passen? Hierzu finde ich es jetzt nicht so passend. Leider, muss ich sagen. Leider. Ah. Das ist ja auch süß. Oh, die ist ja schön. Oh, das ist klasse. Kriegen wir hier irgendwas in winterlichen Farben zusammen? So, also in so braunen Tönen? So in der Richtung? Oh, wenn ich da jetzt was zu finde. Zum Beispiel. Oh, guck mal, das ist genau der Ton. Das ist haargenau der Ton. Ja, cool. Das ist jetzt natürlich alles Ton in Ton, aber es hat was. Ich finde es gut. Die Schuhe finde ich auch gar nicht so schlecht dazu. Was könnte man da noch zu verpassen? Ist ja natürlich sehr hoch für sie. Hier finde ich es gar nicht mal schlecht. Weil... sieht man leider kaum einen Unterschied. Das hier ist finde ich jetzt nicht passend, wenn dann das hier mit einer schönen Strumpfhose dazu. Ja, wie gesagt, ich weiß, Strumpfhose. Da darf nichts Grafisches zu. Wegen dem Rock. Weil da schon ein Muster drauf ist. Da darf einfach nichts mehr zu, wo noch irgendwie großartig ein Muster drauf ist. Zumindest... oh, das ist süß. Gibt es den Rock in dem Farbton nicht auch ohne was? Naja, so grau ist nicht so 1:1 der Farbton. Finde ich trotzdem süß. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, aber ich glaube, das wird tatsächlich einer von diesen hier. Das fand ich auch ganz knuffig. Nee, das hier nicht. Sie ist jetzt auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Dann darf sie sich ja ruhig ein bisschen heißer anziehen. So. Ich würde jetzt aber gerne noch irgendwas dazugeben, was ein bisschen das Outfit aufpeppt, was einfach ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringt. Haben wir hier vielleicht eine Kette, die so da drüber geht? Die das alles ein bisschen farblicher macht. Nee, ne? Die gehen alle dann unten rein. In den... die geht leider auch da durch. Herzchen sieht man auch nicht. Ich glaube, das ist wirklich die einzige, wo man noch ein bisschen was von sieht. Ja, dann nehmen wir halt die. Wollen wir dazu dann dafür vielleicht ein paar... die hängen da rein. Oh nein. Haben wir was, was richtig auch in dieses Pinke reingeht? Die wären ja sonst auch süß. Das haben wir hier. Das ist eher so ein Rotton. Nee, das passt aber nicht. Also so sieht es hier schon sehr erwachsen aus. Ich würde dann eher das hier nehmen. Oh, das ist süß. Lassen wir so. Ist gebongt. Okay. Er kann das Outfit schon lassen. Was haben wir hier? Hier haben wir T-Shirt und kurze Hose. Das müssen wir ein bisschen ändern. Dann muss er jetzt was Dickeres anziehen. Kalte Jahreszeit kommt.
macht man hier so eine Strickjacke in einem Blau, dann braucht man noch eine Jeans dazu. Sieht immer noch so dünn aus, weil er so dünn ist. Das ist ja Wahnsinn. Macht er. Die Schuhe dazu, vielleicht eine Mütze. Es wirkt dazu aber nicht so toll. Nee, so kalt ist es dann doch noch nicht. Ja, und damit sind wir dann durch. Ich hoffe, euch gefallen die neuen Outfits. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin sehr, sehr neugierig. Wie gesagt, das hier ist sehr gewagt. Ich stelle mich da auch schon auf Kommentare drauf ein, die sagen, was, Kadi, bist du verrückt? Sie ist ein Teenager, dir kannst du doch keine Overknee-Stiefel mit hohen Absätzen verpassen. Ich finde es schön, ich würde es 1:1 genauso tragen. Ich finde es ein wunderschönes Outfit. Damit verteidige ich es jetzt einfach mal, weil ich finde es stilvoll. Also es zeigt nicht wirklich nackte Haut, außer am Hals, auf den Schultern, im Gesicht und an den Händen. Von daher finde ich es absolut in Ordnung. Und ja, damit verabschiede ich mich dann auch für heute von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das große Umstyling. Und dann sehen wir uns morgen zum Bauen wieder. Und übermorgen schauen wir dann hier wieder in der Familie vorbei. Und schreibt mir doch mal, was meint ihr denn in puncto Herbstmod, dass sich alles herbstlich verfärbt? Ab in die Kommentare! Oh, ich hätte fast die Grüße vergessen, das gibt es doch nicht. Meine Grußliste ist übrigens immer noch voll. Gegrüßt werden heute die Gina Schülke, Horst, Cuddy and Moore, Evelyn N. Dann grüßt die Alma Peinberg, die übrigens jetzt vor etwas längerer Zeit schon Geburtstag hatte. Alles Gute nochmal nachträglich. Grüßt die Abby Catpolus und Savanne Akelaye. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Tut mir echt leid. Dann liebe Grüße an Simona Blums kleinen Bruder, der auch zuschaut. Und die Carla Kaspers grüßt ihre Freundin, die Lara. So, das war's jetzt aber auch mit den Grüßen für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und bis morgen. Tschüss!